Zur Winterzeit, als es bitterkalt war, da wurde ein Junge hinausgeschickt, um Feuerholz zu holen mit seinem Schlitten. Als der Junge alles im Walde gefunden hatte und sich zurück nach Hause begeben wollte, da merkte er, dass er halb erfroren war und dachte, ich mache mir zuerst ein kleines Feuer und dann gehe ich nach Hause. Er scharrte ein wenig unter dem Schnee, um sich dort ein Feuer zu machen, räumte den Schnee an die Seite und traute seinen Augen kaum, als er einen ganz winzigen kleinen goldenen Schlüssel sah. Er schaute sich den Schlüssel an und sprach, wo ein goldener Schlüssel ist, der wird gewiss auch ein Kästchen dazu sein. Und er grub weiter mit seinen kleinen Händen und fand schließlich ein kleines eisernes Kästchen. Er schaute sich das Kästchen an und drehte es herum nach allen Seiten, aber er fand kein Schloss. Endlich aber, da sah er eins so winzig klein, dass man es gut übersehen konnte. Und wie er probierte und eine Weile den Schlüssel drehte, da passte dieser in das Schloss. Oh, dachte sich der Junge, da werden wundersame Sachen drin sein. Ja, und wie erfahren wir, ob das stimmt? Wir müssen einfach warten, bis der Junge den Schlüssel vollends umgedreht hat und das Kästchen öffnet. Dann wissen auch wir, was für wundersame Sachen in dem Kästchen sind. Ja, es scheint mir fast wie ein Rätsel. Was könnte wohl da drin sein? Ein anderes Rätsel? Es standen drei Frauen als Lilien auf einem Felde, eine glich der anderen bis aufs letzte Blatt. Es gab eine dieser Lilien, die durfte am Tage als Lilie auf dem Felde stehen, aber in der Nacht nach Hause zu ihrem Mann. Es ging so eine Weile hin und her und eines Nachts versprach die Frau, als es am Morgen dann fast wieder Zeit war, zu ihren Gespielinnen zurückzukehren, »Ach, lieber Mann, du könntest mich erlösen. Und wenn du mich erlösen könntest, dann wäre ich immer bei dir als deine liebe Frau. Du musst, wenn ich wieder mit den anderen auf dem Felde stehe, als schöne Lilie, mich abbrechen. Wenn du mich abbrichst, werde ich bei dir bleiben und werde auch am Tage meine menschliche Gestalt zurückhaben. Aber wenn du die falsche brichst, dann bleibe ich für immer Tag und Nacht eine Lilie auf dem Feld.« Und so ging die Frau aufs Feld und stand dort als Lilie. Und der Mann kam hinzu und schaute sich die drei Lilien an und wusste genau, welche er brechen musste. Na, wisst ihr es auch? Und wie hat er das wohl gemerkt? Na, ganz einfach. Die Lilie, die seine Frau war, die war doch in der Nacht bei ihm zu Hause. Und auf diese Lilie ist kein einziger Tropfen Tau gefallen. Und so wusste der Mann, welches seine liebste Frau war.